Wenn es um das Thema Narzissmus geht, narzisstische Züge, dann denkt man meist an andere. Oh, andere sind Narzissten, man muss vorsichtig sein. Aber seien wir uns mal ehrlich, viele Menschen, eigentlich fast jeder, hat narzisstische Züge. Wir sprechen jetzt nicht von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, nein, wir sprechen von narzisstischen Zügen. Was jetzt schon mal ganz wichtig ist, es ist kein Weltuntergang, wenn du narzisstische Züge hast. Weil der Glaube daran, dass es ganz schlimm ist, verhindert es, weil wenn du narzisstische Züge hast und gleichzeitig der Glaube gespeichert ist, dass das ganz schlimm ist, dann verhindern diese Züge, dass du dich selber dabei erwischt. Wenn du erkennst, es kann sein, es kann die Option bestehen, dass auch du narzisstische Züge hast und ja, dass du dich dabei selber erwischt, das ist ja schon mal der beste Weg, der Erkenntnis ist ja schon mal der beste Weg der Transformation. Dann geht es immer nach vorne, kann es immer weitergehen. Und deshalb ist das schon mal wichtig, das nicht auf so ein extrem hohes Level zu heben, dass das etwas ganz Schlimmes und ein Weltuntergang ist. Es ist okay, es ist in Ordnung, glaube mir, die meisten Menschen haben es. Jeder hat unterschiedliche narzisstische Züge und wir gehen jetzt direkt darauf ein, welche es gibt und ja, wo du dich schon mal selber dabei erwischen kannst. Merkmal Nummer 1, andere übertrumpfen in den Gesprächen. Vielleicht kennst du es, andere erzählen etwas, was ihnen geschehen ist, entweder was Wunderschönes oder etwas Schreckliches und man neigt dann dazu immer zu übertrumpfen, zu sagen wie, wow, ja, das klingt super, aber weißt du, was mir passiert ist, das ist noch viel heftiger oder wenn es um was Schönes geht, ja, was mir damals passiert ist, wow, das war so viel krasser noch. Oder vielleicht betont man es nicht so, dass es nicht ganz so auffällt, weil man möchte ja dann auch vielleicht nicht unbedingt so ungut rüberkommen, man verpackt es dann in andere Worte und sagt, ja okay, man zeigt kurzes Verständnis, wow, das ist richtig krass und weißt du, was mir passiert ist? Und dann geht es um die eigene Geschichte. Das heißt, das bedeutet, während dein Gegenüber erzählt, bist du schon bei der Hälfte vom Erzählen nicht mehr bei deinem Gegenüber, sondern kreierst schon deine eigenen Sätze in dir und wartest schon nur noch darauf, wann du loslegen kannst mit deiner Story. Das heißt, die Geschichte deines Gegenübers hat gar nicht mehr so einen Stellenwert. Du möchtest einfach nur noch deine Geschichte erzählen, weil deine Geschichte, die ist noch viel besser, die ist noch viel interessanter. Da ist noch viel mehr passiert, da ist noch viel mehr Drama, Action, Abenteuer, Schönes, was auch immer da drin steckt. Aber du möchtest das unbedingt loswerden. Und hier einfach erwische dich dabei. Reflektiere jetzt mal die letzten Tage, wann du in solchen Gesprächen warst, und wann du das gemacht hast. Allein, dass du es erkennst und sagst, okay, wow, das war so. Ohne dich dafür zu verurteilen, weil wenn du dich jetzt selber dafür verurteilst, dann machst du es nicht besser. Erkenne es, erwische dich und wenn du es wieder machst, erwische dich dabei. Und das geht nicht darum, dass du dich dann selbst verurteilst und sagst, oh mein Gott, jetzt mache ich das schon wieder, sondern einfach zu erkennen, ah, okay, jetzt mache ich das gerade, ich unterlasse es jetzt aber. Im Frieden. Beginn keinen Krieg mit dir selber. Mach es im Frieden, beende es im Frieden und du wirst merken, nach und nach wird sich dein Bewusstsein dahingehend erweitern, dass du automatisch besser zuhörst, dass du einfach dich nicht mehr so stark in den Vordergrund stellen möchtest. Okay, also so viel zu diesem Merkmal, andere übertrumpfen, es folgen noch einige. Nächstes Merkmal, eigene Fehler vertuschen und andere beschuldigen. Es ist ja so, dass man durch eigene Fehler richtig gut lernen kann und es ist so, dass man einfach oft eigene Fehler nicht zugeben möchte. Und das ist genau der Punkt, weil man eben ein großes Selbstwertproblem hat. Und wenn man darauf hingewiesen wird, dann, nein, nein, da sind die anderen schuld gewesen. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man mit Fehler vertuschen kann ja auch sein, man möchte sich jetzt nicht unbedingt präsentieren, ja, weil man sich eben schlecht dadurch fühlt, aber indem man wirklich ganz stark in diese Überzeugung geht, nein, nur die anderen sind schuld und ich habe damit gar nichts zu tun, das waren nicht meine Fehler, also dass diese Erkenntnis komplett fehlt, spür da mal in dich hinein. Diese Erkenntnis, es fehlt meistens, weil das würde so stark an dem eigenen Ego nagen, weil bei narzisstischen Zügen, man macht keine Fehler. Wenn du dir das mal eingestehst und schaust, okay, wo gibt es denn so Momente, wo du deine Fehler ganz stark vertuschen möchtest, wo vielleicht doch die Option besteht, dass du einen Fehler gemacht hast und nicht die anderen schuld sind. Ja? Ich betone das absichtlich so mit der Option, weil das lässt das Ego dann oft schon ein bisschen mehr zu, dass man da hineinspürt und merkt, okay, wo war da vielleicht wirklich etwas? Ja? Und natürlich dein wahrhaftiges Interesse daran zu erkennen, ob bei dir wirklich was da ist, wird auch eher
das in dein Wahrnehmungsfeld bringen. Ja, wenn du es nur alibimäßig machst, um zu erkennen, ah toll, ich habe gar keine narzisstischen Züge, das ist wundervoll, das Video hat mich noch mehr bestärkt in meinem Ego, das kann auch sein. Sei wirklich radikal ehrlich bei diesen Merkmalen, die ich dir gerade hier aufzeige. Nächstes Merkmal, übertriebener Bedarf an Anerkennung. Man merkt es also auch hier wieder, der Selbstwert ist ganz unten, man braucht ganz viel Anerkennung, man möchte Bestätigung, man muss gelobt werden. Wenn man nicht gelobt wird, ist schon ein Weltuntergang, aber man kann es auch nicht zugeben. Man möchte nicht zugeben, dass man gelobt wird. Nein, man braucht es, aber in Wirklichkeit möchte man es so tun, als würde man es nicht brauchen, aber man will es eigentlich. Also so ein bisschen heuchlerisch unterwegs zu sein, ah ja, danke, und wenn man dann Lob bekommt, dann versucht man es einfach cool zu bleiben dabei, um zu erkennen, hey, ich brauche es eigentlich nicht, ich bin so toll, ich bin so in mich selbst verliebt, aber nett, danke, dass du mich lobst, danke, dass dir gefällt, was ich hier tue und so weiter und so fort. Spür da mal in dich hinein, wann du das vielleicht bei dir zum letzten Mal gemacht hast, wenn das der Fall ist. Nächstes Merkmal, nicht oder schwer feedbackfähig, also ganz schwer. Das heißt nicht, dass es nicht verletzen darf. Also Feedback kann verletzen, konstruktives Feedback. Also wo du wachsen kannst. Natürlich, das kann wehtun, das kann verletzen. Das heißt noch nicht, dass es ein narzisstischer Zug ist, sondern die Art und Weise, wie man damit umgeht. Es kann sein, man kann sagen, hey, okay, es verletzt mich, aber ich nutze das jetzt, um wahrhaftig weiterzukommen. Irgendwas möchte mir das ja aufzeigen über mich selbst, damit ich wachsen kann, weiterkommen kann in meinem Sein. Oder es verletzt und dann schiebt man es gleich wieder zurück. Also man schießt es sofort zurück und sagt, nein, das ist so nicht. Oder nein, das hat mit dem anderen zu tun. Oder nein, das hat mit dir selber zu tun. Also man geht sofort in die Angriffshaltung. Das heißt, die Stimmlage verändert sich. Man wird aggressiver, aktiver, unruhiger und versucht sich zu verteidigen. Okay, das meine ich mit, man ist nicht feedbackfähig oder sehr schwer. Oder man gesteht sich ein, okay, ja, da kann ich an mir noch arbeiten, weil wenn du dich selber nicht zu ernst nimmst, dann betrachtest du dich wie eine Rolle, ähnlich wie in einem Computerspiel, wo du sagst, ja, an diesem Charakter, da kann man das und das noch verbessern, optimieren, verändern. Das geht aber nur, wenn eine gesunde Distanz zu dir selber da ist. Wenn die nicht da ist, dann ist man zu sehr verschmolzen und dann wird alles so persönlich genommen, dass es einfach nur noch wehtut. Und dann kommt dieses übertriebene Verteidigungsmuster. Spür auch da mal in dich hinein, wann das beim letzten Mal der Fall war und da auch wieder verurteile dich nicht dafür, erkenne es einfach nur und erwische dich auch dabei, wenn du es in Zukunft wieder machst und nimm es auch ein bisschen mit Humor. Ja? Nur so kannst du langfristig aus diesem Muster noch rauskommen. Nächstes Merkmal, man tut eine gute Sache, ist aber in der absoluten Verurteilung von Menschen, die es nicht unterstützen. Das heißt, man hilft gewissen Menschengruppen oder man hilft Tieren, die leiden, die nichts zu essen haben. Also man hat eine Sache idealisiert, man ist selber der absolute Gutmensch. Und warum? Wirklich viele machen das aus Statusgründen, jetzt nicht alle, aber es gibt die narzisstische Züge haben, ganz stark in diese Richtung, die machen so etwas, weil es ihren Status anhebt. Und jeder, der das Gegenteil macht oder jeder, der ihnen nicht ein bisschen Glauben schenken möge oder nicht ihrer Meinung ist oder die nicht im gleichen Enthusiasmus das machen möchten wie sie, die sind für sie sowieso unten durch. Ja? Die sagen, nein, die Menschen, die sind sowieso alle komplett fertig und mit der Menschheit geht sowieso alles zugrunde und nur noch die Tiere. Also das war nur ein Beispiel. Also das kann man jetzt auf die Tiere ummünzen, man kann das auf Religionen ummünzen, auf gewisse Glaubensrichtungen, Sekten und so weiter, dass man da so stark drinnen ist, dass jeder, der das nicht irgendwie ansatzweise glauben möchte, nicht dabei ist, der ist sowieso, also man glaubt, dass die anderen alle komplett fertig sind, aber man selbst ist quasi Gott und man ist erleuchtet und man weiß wirklich alles. Dann das nächste Merkmal, der Fokus liegt immer im Vergleich, weil man hat auch von früher vielleicht gelernt, vergleichen, du musst besser sein als andere. Man schaut immer, wo bin ich schon weiter und man achtet ganz darauf, wo andere nicht da sind, wo man selber ist, anstatt zu schauen, wo sind andere weiter als ich, wo ich noch wachsen kann in meinem Sein. Man schaut eher darauf, wo gibt es andere, die schlechter sind als ich und mit denen vergleicht man sich, um zu sagen, ja, es gibt so viele andere, die sind auch nicht da und
dann nutzt man das als Ausrede, um da zu bleiben, wo man ist, um sogar vielleicht gewisse schlechte Verhaltenszüge zu argumentieren, warum man das macht. Es gibt ja auch andere Menschen, die sind ja dann noch viel, viel schlechter als einer selbst. Es ist halt so, dass der Fokus nicht auf der eigenen Entwicklung liegt, weil das eigene narzisstische Ego möchte vollkommen sein. Es möchte sich einreden, ich bin schon erleuchtet, ich muss nichts mehr dazulernen. Die Welt da draußen, die müssen noch so viel lernen. Die brauchen mich, die brauchen andere und die werden es erst irgendwann verstehen. Aber ich habe das Leben verstanden. So in die Richtung ist das Muster aufgebaut. Weil wenn man sich eingestehen würde, dass da Muster sind, wenn man sich vergleicht mit anderen und sagt, hey, wow, das bewundere ich. Also es fehlt an Bewunderung, es fehlt an Inspiration. Weil man kann sich ja inspirieren lassen von anderen und sagen, wow, das ist toll, da möchte ich auch hinkommen. Aber das ist zum Beispiel ein starker narzisstischer Zug, dass man das nicht integriert hat, dass jegliche Bewunderung fehlt und direkt ein Neid entsteht. Wenn Menschen irgendwo sind, wo man selber nicht ist, aber vielleicht indirekt unbewusst hin möchte, dann beneidet man die und man findet irgendwelche Gründe, um zu sagen, ja, das ist geschenkt oder erlogen und ergaunert und je nachdem. Also man erfindet sich eigene Geschichten, Ausreden, warum andere dort sind, um die eigene Situation besser zu reden. Also man versucht andere, die auf unterbewusster Ebene eigentlich einen höheren Status haben, so zu untergraben, damit das narzisstische Ego quasi wieder über diesen Menschen steht. Das waren bestimmt nicht alle Merkmale, aber einige davon, mit denen du schon mal wirklich gut arbeiten kannst. Ich habe auch für dich eine kostenfreie Bewusstseinsbox vorbereitet mit verschiedenen Anleitungen, Ritualen, die dich dabei unterstützen, in deiner inneren Transformation wirklich weiterzukommen, dein Bewusstsein zu erweitern, zu erhöhen. Du findest den Link in der Beschreibung, kannst du draufklicken und es dir kostenfrei herunterladen. Hey, das war's zu dieser Folge. Ich freue mich bis zur nächsten Folge mit dir. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.